Meine sehr verehrten Damen und Herren. Okay, hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ja, da steht's. Minecraft Story Mode. Ich habe keine Ahnung, ob das gut läuft oder nicht. Ich habe das Spiel zum Release gespielt. Einmal. Und damals war ich noch jung. Wann kam denn das raus? Warte, das gucke ich ganz kurz für euch nach. Und zwar hier Minecraft Story Mode Release Date. Release. 2015. Da war ich gerade mal 10 Jahre alt. Da war ich noch jung damals. Da war ich noch unwissend, was Videospiele sind. Aber heute stürzen wir uns zusammen in einer emulierten Version des Spiels in ein riesengroßes Abenteuer. Schaut, oh, das funktioniert. Ich spiele das Ganze mit dem Xbox-Controller, weil ich glaube, es ist einfacher. Ich hoffe, das vom Ton her stimmt alles. Ich habe schon ein bisschen getestet, um zu gucken, ob es überhaupt läuft. Genau, Speicherdaten. Oh, Nintendo-Steuerung, okay. Löschen auf X. Jop. Ciao. B auf vorheriges Menü. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf die Einstellungen. Audio, Video. Ich glaube, das passt so. Ja, lassen wir das. Starten wir direkt rein ins Abenteuer. In den Minecraft Story Mode. Okay, wie wollen wir aussehen? Ich glaube, das sind die Standardcharaktere. Ich kann das kurz auf der Box nachgucken. Wartet, Leute. Ich habe die da hinten parat. Okay, nee, hab ich doch nicht. Ich dachte, ich hätte die mit hierher genommen, dann liegt die wahrscheinlich noch zu Hause. Aber das hier ist der Hauptcharakter, deswegen nehmen wir den jetzt einfach mal. Genau. Ich habe keine Ahnung, was mich genau erwartet. 3 Episoden, 4 Episoden, 5 Episoden, 6 Episoden, 7, 8. Es gibt also 8 Episoden. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Projekt dauert. Ich dachte mir, ja gut, Langeweile und außer Portal 2 und Forza hast du jetzt gerade nichts, was gut läuft. Dann pack halt noch das hier dazu. Let's go with the first episode of Minecraft Story Mode. Das Spiel ist in Englisch gesprochen, ihr habt deutsche Untertitel. Nothing built can last forever, and every legend, no matter how great, fades with time. Ihr könnt es lesen. With each passing year, more and more details are lost, until all that remains are myths, half-truths. To put it simply, lies. And yet, in all the known universe, between here and the far lands, the legend of the Order of the Stone endures, unabridged as self-evident fact. Indeed, it is only a troubled land that has need for heroes, and ours was fortunate to have, so long ago, 4 heroes such as these. Gabriel, the warrior, before whose sword all combatants would tremble. Elagard, the redstone engineer, whose machines would spark an era of invention. Magnus the rogue, who would channel his destructive creativity for the benefit of all. And Zoran, the architect, builder of worlds, and leader of the Order of the Stone. These 4 friends together would give so much to gain their rightful place as 4 heroes. Their greatest quest would take them on a dangerous journey to fight a mysterious creature known as the Ender Dragon. In the end, the Order of the Stone emerged victorious and the dragon was defeated. Their story complete, they slipped away into the pages of legend.
Ja, also, nochmal kurz Zusammenfassung. Es gab diese... But when one story ends, another one begins. Also, es gab diese vier Helden, die haben den Enderdrachen besiegt und sind halt Helden. Would you rather fight 100 chicken-sized zombies or 10 zombie-sized chickens? Just to be clear, you wouldn't have any weapons. Die Frage war, möchtest du gegen 10 zombie-große Hühner kämpfen oder gegen 100 hühnergroße Zombies? They would be an abomination. Imagine their giant feet. Like I said, an abomination. So, okay. I've got a daylight sensor on the roof. Mm-hmm. And if I... Es gibt einen Pauseknopf. Genau. Ganz kurz. Das Spiel ist nicht ein Spiel an sich, es ist mehr so eine interaktive Story, also ihr könnt euch immer entscheiden, was ihr machen wollt, wobei eigentlich, es ist eine lineare Story, aber ihr habt so ein bisschen Mitentscheiderecht. Genau. Ja. Genau. Fortsetzen. Did this right? Let's go. These lamps should turn on once it gets dark. Mm-hmm. I didn't want to just leave Reuben here with nothing while we're at the building competition. He's coming with us. Really? What kind of question is that? Of course he okay, is. Okay, I'm not saying he shouldn't come. I'm not. But don't you think it's a little weird that you take him with you everywhere you go? He kind of makes us look like... I don't know. Yeah, Reuben is my best friend. Reuben's my best friend. Yeah. I thought I was your best friend. Both of you are. I didn't mean anything by it. I'm glad he's coming. I just don't want to give people one more reason to call us losers. Genau, das ist Olivia und wir sind Jesse. I'm getting tired of it. We're not losers. We're not losers, Olivia. We lose all the time. It's okay. What we do. Oh, okay, that might be true. I can't remember the last time we won anything. But if that's the case, it means we win. Ich habe keine Ahnung, ob wir jemals was gewonnen haben, aber wir verlieren häufig. All right, fine. Did you hear that? I think there's a creep. Ich glaube, da ist ein Creeper. No. Move. Ja. Mann, warum erschrecke ich? Ich weiß doch, dass da kommt. Warum erschrecke ich mich denn trotzdem? Axel, what's the matter with you? Great. Now I'm gonna coole Maske. Pig in Endercon. Cool mask. Ich weiß doch, dass da was kommt und trotzdem erschrecke ich mich. Ich bin so ein schreckhafter Mensch. Look on your faces. Did you bring the fireworks? Of course I did. I even brought something for the little guy. Nice. You brought Reuben a disguise? We're going to a convention. Somebody's got to wear a costume. Ey, das sieht cool aus, ganz ehrlich. He looks awesome. Yeah, he looks awesome, it only I think. Took me like a million hours. Mir gefällt das. All right. Ich mach das noch ein Stück leiser bei mir. You definitely brought the fireworks, right? Yes, I'm ready. Waiting on you guys. If he was really your best friend, you wouldn't let him go outside dressed like that. The only thing more dangerous than putting a costume on a pig is trying to take it off. Hurry up and grab your stuff. We'll meet you downstairs, okay? Okay. Okay, und jetzt kommt dieser aktivere Teil des Spiels. Wir können rumlaufen und eben zum Beispiel hier einen Banner angucken von Gabriel. Gabriel the Warrior. You think we'll ever get that famous? Ich werde euch nichts von der Story spoilern. Ich weiß, das Spiel ist uralt, das hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal gesehen. Vielleicht gibt es da draußen aber noch Menschen, die das nicht kennen. Und dann... Wieso ist es immer ein anderer Knopf zum Töten? Shear is definitely taking these. Never know when I might need to shear some sheep. Sitze ich... Ah ja, hier sitze ich ein bisschen davor, wenn ich mit dem Kopf hocke. Ja, das passt. Okay, was haben wir hier? Ist das eine Birne oder eine Sandburg? One of these days, we're gonna win the Endercon. Eine Sandburg, weil das ist Competition, bauen und ich glaube, eine Sandburg würde eher passen als eine Birne. Winners of the Endercon Building Competition. I guess. They really should change the name. Was haben wir hier? Einen Rüstungsständer. I got this stand as a gift, but don't have any armor to put on it. Maybe someday. Du wirst doch wohl eine Lederrüstung haben, oder nicht? Also, give me a dragon roar, Reuben. Das ist so süß. That'll do. Das Ganze sollte auch Stereo für euch sein. Das heißt, ihr solltet links und rechts was hören. Außer meine Stimme, die halt perma gleich ist, weil... Ja. Aber wir können ja auch durchswitchen. Zwischen den Sachen. Mit den Dingstasten hier. Steuerkreuz. Ich finde das so schwer.
Ja, und dann würde ich sagen, let's go down. Ja. Achso, wenn euch das Ganze natürlich gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr einmal eure Aufmerksamkeit auf Peter wendet, also nicht ihn, sondern den unten. Yeah, dude. Wieso seht ihr den nicht? Let's go. I heard a pretty juicy rumor about the building competition, Peter. But you guys have to promise not to. Peter existiert einfach nicht. Okay. Doch, hier. Stopp, warte. Parts. Each part more exciting than the last. Spit it out, Axel. Dankeschön. Oder es ist ein bisschen schlecht platziert vor dem Ding. Sorry. Gabriel, the warrior, him freaking himself. Können das uns nicht lesen? Whoa, what's part two? Part two, according to my sources, the winner of the building competition is gonna get to meet him. It doesn't mean anything if we lose, but if we win. Oh man, this would make up for all the losing. Ja, ich glaube, das wäre schon cool, wenn alle da wären. Does nothing please you? You have to meet all the members of the super secret, super legendary Order of the Stone. I wasn't saying it wasn't cool. I was just saying that would be cool too. Es wäre auch cool, wenn halt doch die anderen dabei wären. Also Elegard, Magnus und Sorin. Huh? Yeah, my source doesn't exist. You guys are my only friends. Guys, let's stay focused. We have a competition to win. Ja, gut. We never win. And this year we've got Ruben with us. Aber wir sind gerne deine Freunde. Ja, diesmal we're gewinnen going wir. To win because what are you talking about? Because up to now, we've hated losing. But today, my friends, we're gonna start learning how to love winning. Es sind schon sehr aufbauende Reden, finde ich so. Sound as good as it did in my head. Warum ist mein Gesicht no, so rot? No, I'm with that. All right. Wait a minute. Ja, wenn ich so runtergehe. We're thinking about this all wrong. The point of the building competition isn't just to build something. We have to do something to get noticed by the judges. Okay then. So how do we do this? We don't just build something functional. We build something fun. After we finish the fireworks machine like we planned, then we build something cool on top of it. You might be onto something. If we want to get a reaction out of the judges, you build something scary. So I say we build a creeper. Wouldn't an Enderman be better? I'm more scared of Endermen than creepers. They both have their moments. Both pretty scary. Then again, you scared the crap out of us with a creeper. Jetzt sehe ich so richtig blass aus, so ohne Farbe. Was? So, you're not gonna, you don't wanna just weigh in with your opinion or, you know, just say words. Creeper it is then. Think we've got everything we need? It wouldn't hurt to grab a little more. Let's get to grabbing then. We're so prepared. We can't lose. Cannot. Bring it in. Okay, vielleicht ist das Ganze jetzt dare besser. Prepare on three. No. Preparing is daring. No, that's the same thing. Okay. Get it. A team on three. One, two, three. Team. Yeah. Okay, ich hoffe, es sieht besser aus. Ja, ich nehme gerade Einstellungen an der Webcam an Filtern vor, damit das irgendwie wieder besser aussieht. Und ja. Ich krieg keine einzige Liegestütze. Ich bin so unsportlich. Und so schnell kann ich auch nicht abbauen. Und hoch. Und hoch. Zack. Teleportation. Wahnsinn. Gott, war das asynchron. Ah, das passt schon. Alles gut. Team! Yes! Leute! Oh Gott, ich sollte vielleicht ein Stück mehr kommen. Got all the stuff for it. We are so ready. This year, it's going to be different. I'm not just ready to build. I'm ready to win. Nice pig, losers. Dankeschön! Sie sind aber freundlich. There's Lucas and the Ocelots. The rivalry continues. Die Ocelots. Man, got matching leather jackets. Sie haben ja eigentlich keinen coolen Namen. So cool. Außer die Losers. Well, well, well. If it isn't the Order of the Losers. Great.
the Veil Squad's here. Lucas, get a load of these losers. Let's go, guys. Name, please? Axel. And how do you do? No, your team name. Team name? We are not ready for this. So much for losing anonymously. Dead Enders. Whoa. Sounds like a name for pirates. It's cool. Okay, Dead Enders. You Dead Enders. Wir sind die Toten Ender. Also, wir können nicht gewinnen, weil wir sind schon tot. Axel! Okay! Boah, mein Gesicht wird die ganze Zeit rot. Das ist weird. Gut, ja. Die Truhe. Was ist denn da drin? Wir sind auch schon bald bei den 20 Minuten. Nope. Nothing inside. Was? Ja. Okay, da steht Stand 5 drauf. Das kann ich auch von hier lesen. Hier lang gibt's hier was? Oh ja. Stand 4. Oh, Stand 5. Das sind wir, oder? Is that a freaking beacon? They have a freaking beacon? Freaking beacon? That's stained glass. They aren't just building a beacon. They're building a rainbow beacon. We're gonna lose. Unser Design ist eh viel cooler. A creeper that shoots fireworks is cooler than a fancy light. Their difficulty score is going to be higher than our total score. We've got something they don't. Fireworks. We should probably stop staring at them. Look, it's the Order of the Losers again. Good one, Gil. We're just looking. There'll be plenty of time for you all to look at it after it wins and gets shown at EnderCon. You're being unpleasant. Maybe not all of you. EnderCon doesn't allow outside food or drink. I'm talking about your pig. Rumus can essen. Is not food. Could have fooled me. He looks delicious. Darf ich den Typen hauen? That sounded like a weird compliment. You'll have to eat me first. Let's hope it doesn't come to that. Stop wasting your time, Aiden. We've got work to do. You're lucky I'm busy. Das ist Lukas, der da über mir gerade. Das ist Petra. Guys. Hey, Petra. How's the bill going? Only time will tell, but we're optimistic. Hey, Petra. I forgot to thank you for that nether star. Hey, Lucas. Not a problem. You help these tools? For the right price, I'll help anyone. If you need anything, you know where to find me. Sie hat einfach einen Nether Star besorgt. Exactly. Den bekommt man nur, wenn man den Wither besiegt. If you're cool with Petra, you're cool with us. So why don't we just forget about all this and, you know, make this about how cool our builds Komm, are. Möge das bessere Team gewinnen. Ich habe ja hier Careful what you wish for. Teamsportlichkeit habe ich studiert. Ladies and gentlemen, welcome to the EnderCon Building Competition. The winners of this year's competition will have their build featured at EnderCon. The winners will also meet in person Gabriel the Warrior. Ocelot! 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 Whoa, handshake? We don't have a handshake. We'll just make one up. We'll call it the Redstone Wrap. The Redstone Wrap. No leaving the designated crafting areas for any reason. And just like that. Niemand wird sich daran erinnern. Ah ja. Achso, da oben seht ihr immer, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Also, was jetzt genau passiert? Petra wird das nicht vergessen, Olivia wird es nicht vergessen, Axel wird es nicht vergessen, Lucas hat sich umentschieden. Let's do it. Keine Ahnung, sonst irgendwas. Gil ist böse. Steht immer da oben. Und da hat sich jetzt einfach niemand gemerkt. Niemand wird sich daran erinnern. Okay, let's go. Oh no, a fireworks dispenser. I'm so scared. You worry about your build, and we'll worry about ours. Okay, und jetzt? Wir wollten noch einen Zombie, einen Creeper turn over. Bei Creeper und Boom. Oh, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich würde aber die Technik vielleicht zu 100% einbauen.
moment of truth. Here goes nothing. Oh man, that looks so cool. We'll win this for sure. The creeper was definitely the right way to go. Guys, people are looking at us. Good build, man. What? No way. It's just a bunch of dyed wool. Warum ist da eigentlich random ein Lava-Block? Und warum brennt Ruben? Gebratenes Schwein. Nein, lieber nicht. The lava's getting closer. Gonna ruin the build. Ruben's going to get lost. We've got to do something. Rettet die Maschine, ich hol den Ruben. Wir machen das, Leute. We've got it covered, Jesse. Be careful. Aber wir machen das erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es bis jetzt gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie dieses Spiel ankommt. Da ist uraltes vorbei. Ja, wir haben Portal gespielt. Das ist von 2011. Ja, ihr wisst, was ich meine. Wenn es euch gefällt, zeigt es mir mit einer positiven Bewertung. Wenn es euch nicht gefällt, zeigt mir das mit einer positiven Bewertung. Dann freue ich mich nämlich trotzdem. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao.